Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Fußballfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt. We are Football. Wir spielen gegen den ersten oder gegen den FC Erzgebirge Aue, die auf dem zweiten Platz stehen und die letzten fünf Spiele alle gewonnen haben. Ja, wir stehen auf dem vierten. So schlecht sind wir auch nicht. Und wir haben Heimvorteil. Ja, wir wollen die Spieler verbessern. Ich weiß gar nicht genau was. Wir machen das hier und dann machen wir das selbst. So. Ja, wir müssen selbst machen. Ich habe nämlich gerade, glaube ich, was überschrieben. Nein, es ist noch trainingsfrei hier vorne. So, wir wollen eine fertige Woche auswählen und wir wollen wieder die Fähigkeiten-Woche. Dann wollen wir hier vorne das hier wollen wir löschen. Und das können wir dann alles mal auf Mittel machen. Und dann machen wir einfach mal ein bisschen Fähigkeitentraining mit unseren Spielern. So, Marketing-Team würde gerne mit Ihnen eine Charity-Aktion durchführen. Sport treiben tun wir mal. Weiterbildung machen wir mal. Mehr können wir die Woche nicht machen. Erste Mannschaft. Zweite Mannschaft. Jugendmannschaft. Noch einer krank, den haben wir aber schon besucht. In 3 Tagen ist der auch zurück. Hier wird gescoutet, wie blöd. Ich hoffe, die kriegen mal einen Fortgang. Das ist ja... So, da mal 3 Scouts drauf ansetzen. Und der hat auch noch ein bisschen Nachholbedarf, aber der ist auf 35. Ja, trotzdem. Wäre ja eventuell eine Verpflichtung für uns. So, ihn haben wir verlängert bis 2027. Trainer zweite Mannschaft brauchen wir, glaube ich, nicht verlängern. Den können wir uns sparen. Die Spieler wollen wir ja auch loswerden. Ja, Jugendkoordinator. Der ist eigentlich unter unserem Niveau. Wir wollen 3 silberne Sterne bei den Mitarbeitern. Den hier können wir verlängern. Und das war's dann für die Woche. Mehr geht ja nicht. Also lassen wir die Woche laufen und gucken, was passiert. So, wir haben einen Punkt gekriegt. Sind noch 50. So. Sven Roos. Fleißig ist er, brusttolerant ist er, Teamführung kann er. Dich wollen wir langfristig verpflichten, dass wir keine Gehälter mehr nachfordern müssen oder nachverhandeln müssen und
Wir wollen dir, wenn es geht, nicht mehr bezahlen. Als wir das schon tun. Ich glaube, den kriegen wir nicht runter. Okay. Nächste verlängert. So, Ensar Aslan. Links Außenstürmer 4,9. Steht zum Verkauf, glaube ich, sogar aktuell. Hat seine Kreativität gesteigert. Na, immerhin etwas. So, Tripling oder Schusskraft. Tripling. So, der nächste Spieler ist krank. Human Resource schlägt Alarm. Organisation unbesetzt, ist dringend neues Personal benötigt. Wieso ist die Abteilung Organisation unterbesetzt? Ah, hervorragend. Das war unser Linksaußenverteidiger, der krank wurde. Stop, 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 stop. Den ziehen wir erstmal hier drauf, dass wir ihn dann austauschen können, dass die Bank wieder richtig besetzt ist. So, den ziehen wir jetzt hier hin. So, Felix Platte tauschen wir auch aus gegen ihn. Und ansonsten haben wir leider nicht viel Personal, was wir irgendwie tauschen könnten. Und da wir ebenfalls wieder gegen einen Gegner antreten. Nein, tun wir gar nicht. So, dann setzen wir den hier rein. Packen wir den hier in die Mitte. Wir gewinnen es trotzdem nicht, das Mittelfeld. Ne, doch, wir gewinnen das Mittelfeld. Die Abwehr gewinnen wir nicht. Wir gewinnen den Sturm, wir gewinnen das Mittelfeld, die Abwehr und den Torhüter, den gewinnen wir nicht. Brauchen wir nicht, wir schießen einfach mehr Tore. So einfach geht's. So, wo sind die Schwächen beim Gegner? Jan Hochscheid OM, Florian Ballas IV, Fabian Kalik IV. Den da wählen wir uns raus. Dann wollen wir Kasim Adams viel Glück wünschen. Langsam wird die Liste immer kleiner, denen wir Glück wünschen können.
Ja, wir haben gut trainiert, wir sind taktisch optimal vorbereitet, bla bla bla. So, wenn ihr gewinnt, bekommt ihr einen Tag spielfrei und let's kick. So, den Ballbesitz versuchen wir zwar zweifel zu erobern, jetzt ist es gelungen. Die anderen kämpfen dagegen an. Irgendwie kriegen wir das Mittelfeld nicht unter Kontrolle, habe ich so den Eindruck. Haben die auch noch eine Ecke? Tor wird wegen Fouls nicht gegeben. Ich lache mich tot. So, Adams auf Schnallhardt. Der auf Melem, Melem Schuss. Tor wieder hält. Das ist unglaublich. Ein Fernschuss. Und guckt euch mal die Mannschaft von denen an. Das sind alles Teamplayer. Die haben einen Kreativen auf dem Platz. Wollen die mich verarschen? Das ist laut Interview mit Gerald Köhler. Dürften die überhaupt nicht so gut spielen, wie sie spielen. Die sind auf dem zweiten Tabellenplatz. Die haben in ihrer Mannschaft nur Teamplayer. Was? Gute Nachrichten für die TV-Station. Sie können Höhepunkte überspringen und direkt wieder zur Werbung abgehen. Ach so, ist Halbzeit oder was? Gar nicht mitgekriegt, dass schon Halbzeit ist. Ja, Skarke müssen wir mal ankacken. Dass er das besser kann. Weil das ist ja mal gar nichts. Dursum können wir mal ankacken, dass er das besser kann. Und dann hoffe ich, dass wir das Ganze mal in den Griff kriegen jetzt. Ja, klar, dass er es anders sieht. Der Stürmer, der hat immer recht. Und weil Stürmer so sind, knallen die auch immer einen Ball aufs Tor. Ja. Kann mir mal einer erklären, was hier abgeht. Oh, es gibt einen Konter von uns. Adams trippelt sich nach vorne. Echt? Echt jetzt? Da werde ich ungehalten. Bin ich wirklich happy mit dem Wechsel, aber was willst du machen, ey? Der trifft ja nichts. Wir holen Pfeiffer mal rein für den, der fertig ist. Kannst du links außen? Boah. Wieso haben wir einen Mai IV auf der Bank sitzen mit 9,8? Irgendwas nicht mitgekriegt? Der hätte eigentlich ganz gut in der Verteidigung spielen können. Na gut, bringen wir dann als defensiven Mittelfeldspieler, das kann er ja auch. Ich finde es ein Unding, dass ein RAV kein LAV spielen kann. Das ist doch exakt die gleiche Position, nur auf der anderen Seite. Was ist denn da der große Unterschied? Jetzt mal ganz im Ernst. So, heute holen wir uns Skarke raus mit seiner 4,5. Da geht man auf den Nerv. So, weiter kicken. Dürfte ich noch wechseln?
Wüsste nicht wer. So, Mai schießt die Ecke auf Berko, Berko mit dem Pass rüber auf Mechelem. Oder Melem heißt da, glaube ich, so. So, Honsack in die Mitte auf Pfeiffer, Pfeiffer köpft und ist er Flugverrader. Das darf nicht wahr sein. So ein Ausgleichstreffer. Alter Schwede, wir dürfen noch einmal wechseln. Ja, wen soll ich denn da noch wechseln? Ich kann niemanden mehr wechseln, ich wüsste nicht wen. Wow. Wir probieren's. Es kann nur komplett in die Hose gehen. Wir brauchen in der Offensive ein bisschen einen, der den Ball erobert und allein gegen einen Torwart was ausmachen kann. Oh Gott, Freistoß für die Gegner. Roma mit dem Dropkick, zum Glück drüber. Oh, die haben eine Verletzung. Ja, wir verlieren. Es ist unglaublich, aber es ist wahr, wir verlieren. Oder macht er jetzt noch einen Ausgleich? So, Adams köpft nach vorne. Schneller trippelt sich in die Mitte. Es geht ja auch um gar nichts. Da kann man ja mal vorbeischießen. Das ist, wisst ihr, an was mich das erinnert? Das erinnert mich an die EM, wo der Sané, was glaube ich, allein aufs gegnerische Tor zuläuft und dann einfach mal abzieht. Wo ich denke, wenn er noch ein bisschen weiterläuft, kann er ein Torwart ausspielen und der Ball ist drin. Aber nee, er muss mal abziehen. Ja, also ohne Hirn, ohne Verstand. So nach dem Motto. An sowas hat mich das gerade erinnert. Ja, Ergebnis. Ergebnis war Katastrophe. Backup und Freund ist, was? Freude ist schwer zu beschreiben, um Gottes Willen. Total enttäuscht. Ja. Ich bin total enttäuscht. Verstehe es überhaupt nicht, was da passiert ist gerade eben. Wir hatten Chancen und alles und machen keinen Ball rein. Und die anderen, die, keine Ahnung, mit einer Mannschaft nur Teamplayer. Mit nur Teamplayer. Machen 1-0 und gewinnen mit einem 1-0. Das ist Erzgebirge Aue. Fällt mir nichts mehr ein zu. Ah, das Spiel ist rigged. Wirklich. Vor allem, wenn der Entwickler dir Tipps gibt, die scheinbar null Bedeutung haben. Die überhaupt nichts bringen. So, Honsack. Was bist du? Allies? Antritt macht dich gut, Schnelligkeit macht dich bestimmt auch gut. Schnelligkeit macht dich gut. Dribbling, Dribbling macht dich bestimmt auch gut. Jo. Und Kreativität? Das ist ein Dilemma. Alles, was wir lernen können, macht ihn gut. Ja, aber das ist der größte Blödsinn jedes Mal. Der hat bereits 20% Fortschritt bei Dribbling. Ja, der hat aber auch schon 80% oder 90% bei Schnelligkeit. Und jetzt? Ja. Das war ja mal wieder hervorzüglich.
Wir haben mal wieder ein Spiel verloren. Wir haben einen Fehler gemacht. Ich habe nichts eingestellt. Na, ist egal, stimme alles per Hand ein. War der falsche Knopf? Packen mal eine Etage aufs Jugendinternat drauf. Keine Angebote. Keine Angebote. Jugendinternat ausstatten, wieder 2 Stunden. So, die holen auf und die kriegen hier mal was geschafft. Bei dem und bei dem. So, was? Organisation ist total... Oh ja. Die anderen sind alle fast unterfordert, aber die drehen total am Rad. So, wer ist denn hier noch so gut, dass man mit dem schon Verträge verlängern könnte? Mit dem Fan-Koordinator zum Beispiel. So, wir machen noch eine Weiterbildung. Laufen gehen wir nicht die Woche, weil keine Zeit. Wir haben in der letzten Woche 36 Stunden gemacht und haben uns endlich mal wieder ein bisschen erholt. Und das ist das Ziel, wir müssen uns erholen. So, Stadionkapazität ist nicht ausgelastet. Wir nehmen trotzdem Geld ein über die Stadiongeschichte, gehe ich zumindest von aus. Ich weiß gerade gar nicht, was verdienen wir denn so an Eintrittskarten. Boah. Ist ja auch schon mal eine ordentliche Summe. Unser Name steht auf keinem Trikot. Der Torhüter hat ein ganzes Trikot verkauft. Borchert schon 11. Die Neuverpflichtung 14. Kindernamen verkaufen sich besser. Fanname verkauft sich auch gut. Aber am besten gehen die ohne Namen. Beziehungsweise die von Palson und von Mai. Der von Bayern München kommt, der gehört uns. Ein Wahnsinn. Ja, ich bin gerade am Überlegen, was man noch Sinnvolles machen könnte. Mir fällt gerade nichts ein, außer nach Spielern zu suchen, was nichts bringt. Weil die, die wir verpflichten können, die können wir uns nicht leisten. Und die, die wir uns leisten können, die wollen wir nicht verpflichten. Also bringt es nichts. Also können wir einfach weitermachen. So, das brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir auch nicht. So, wir haben nicht gewonnen. Dann gibt es auch kein Trainingsfrei. Fertige Woche. Wir haben jetzt so oft vorbeigeschossen. Wir machen mal wieder Torschusstraining. Da könnte ich Trainingslager aktivieren. Und dann würden wir vor dem Spiel 2 Tage oder 1 Tag oder so Trainingslager machen. Sind die Spieler aber, glaube ich, nicht so ein Fan von. Und ich auch nicht. Kostet Geld.
So, wir stocken unser Jugendinternat auf. Wir haben genug Geld dafür. Ich hätte auch gleich zwei Stockwerke bauen können. Dann könnten wir da jetzt mal so sechs Plätze reservieren. Und mit 2 Stunden könnten wir praktisch mehr ausbauen. So. Schön langer Vertrag. Behandeln wir mal. Finde dann nicht ganz so gut. Okay, ich komme dir entgegen. Er arbeitet weiter fürs gleiche Gehalt. taktischer Trick, den auf sein altes Gehalt zu handeln. So, wir akzeptieren diese Forderung und unterschreiben. Muss einfach tiefer gehen. Von vornherein und dann kannst du ihm entgegenkommen und dann findet er das gut. Kriegen keine Punkte, weil wir mal wieder einschlafen. Und Macheke ist erkrankt, der hat Grippe. Das ist schlecht. Das ist nämlich unser Außenspieler. Eintracht Braunschweig, wir kommen. Sag mal, meine blöde Frage. Wenn Mascheke jetzt krank geworden ist, was war der vorher? Als er nicht da war. Ja, ich wüsste nicht, was ich anders machen soll an der Aufstellung. Ich habe jetzt mal durchgeguckt und mal überdacht, aber es bringt nichts großartig, was zu ändern. Die Aufstellung ist, wie sie ist. Geht nicht viel ändern. Leider sind wir irgendwie im Mittelfeld schwach. Wir könnten im Mittelfeld stärker sein, wenn wir defensiv spielen würden. Mit 2 Defensiven und einem Offensiven. Weiß nicht, ob wir dann noch die Abwehr stärken würden damit. Also wir gewinnen die Abwehr. Im Mittelfeld verlieren wir und im Sturm gewinnen wir. Wir müssen irgendwie das Mittelfeld schaffen. Ist der in der Mitte? Nichts Genaues weiß man nicht. So, du gehst nach vorne. Du gehst in die Innenverteidigung. Jetzt gewinnen wir alles. Jetzt gewinnen wir die Abwehr, jetzt gewinnen wir das Mittelfeld und jetzt gewinnen wir einen Angriff. Perfekto. Wir sind fast 9 Punkte sind wir besser. Wow. Na, wenn das mal wieder nicht so einen Kampf gibt, wo wir verlieren, weil die einen Abstiegskampf führen und weil sie so schwach sind, kriegen sie einen Bonus oder so. Das ist ja immer das Drama. So, wir spielen vorsichtig offensiv. Die Schwachstelle von denen ist alles in der Mitte. Ich glaube, wir greifen ihren Defensiven an. Patrick Kammerbauer.
Mai wünschen wir viel Glück. Wir sagen mal das, ich weiß zwar nicht, was da jetzt schlecht war in den letzten Spielen, aber Gott. Einfach mal draufgehauen. Wird schon helfen. Erwischt immer die richtigen. Anpfiff! Jungs, wie sieht denn das aus mit Ballbesitz? Wie kann das sein, dass der Gegner so viel Ballbesitz hat? Alter, wieso kriegen wir so viele gelbe Karten? Wir können uns nicht durchsetzen. Es ist unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Jetzt kriegen wir noch gelb-rot. Wollen die mich verarschen oder was? Alter, ey. Was geht denn hier ab? Ganz im Ernst, was geht denn hier ab? Das muss ich nicht verstehen. Die nächste gelbe Karte für uns. So, jetzt Adams. Wie kannst du von da schießen? Alter, ich glaube, ich muss einen Schreikrampf kriegen. Das hat ja auch noch eine gelbe Karte. Man soll nicht glauben, dass es Halbzeit ist. So, Ecke für uns. Ich will jetzt einen Ausgleich sehen hier. Boah, das kann doch nie wahr sein. Warum spielt er nicht in die Mitte? Warum muss er selber draufhalten? So, jetzt Mai auf Adams. Der spielt vor auf Avicii, keine Ahnung. So, und der schießt natürlich vorbei, klar. Wo ist unser Stürmer? Verdammte Scheiße nochmal. Haben wir keinen oder was? Für was bezahlen wir dem so viel Geld? Es war mir so klar, dass wir gegen so eine billige Mannschaft am Schluss wieder so aussehen, wie wir jetzt aussehen. Mit gelb-roten Karten und was weiß ich. Das ist die typische Spielmanipulation. Das geht mir so auf den Sack. Wahrscheinlich haben wir die ganze Zeit davon profitiert, dass wir so schwach waren oder so. Und so, mir reicht's mit dem da vorne. Und mir reicht's auch mit dem hier, 4,5. Kannst mich auch mal 4,5. So, und ich will einen Pfeifer irgendwie einwechseln. Ich weiß noch nicht wo. Einfach hier. Und jetzt muss was gehen hier. So, Barco mit der Flanke auf Platte, der schießt Parson Schuss in die Arme vom Torhüter. Das darf nicht wahr sein. Die Zeit tickt runter, die anderen kriegen noch eine gelbe Karte.
Wir haben vier Chancen. Die hatten eine und steht 1-0. Kriegt mich auf, wirklich. So, letzte Chance für ein Unentschieden. Mach was draus. Ein Punkt. Kein Sieg, aber ein Punkt. Also, ich will ja nichts sagen, aber mit fünf Chancen in der letzten Minute so einen Glückstreffer zu landen, hat mich gerettet. Bin kein Fan von diesen letzten Minuten Glückstreffern, aber ey, das ist mal ganz im Ernst, was war denn das? War doch kein Spiel gegen die da unten. Wir stehen da oben, die stehen da unten. Die hätten uns beinahe vom Platz geschossen. Mit Mühe und Not haben wir ein 1-1 hingekriegt. Ja, Paulsson ist in der Mannschaft des Tages zum zweiten Mal und ansonsten kannst du vergessen. Was ist los mit euch? Mögt ihr mich nicht mehr? Wollt ihr mich loswerden? Glückssträhne rum. Wir konzentrieren uns aufs nächste Spiel, weil das geht gegen den Tabellenersten. Und ich glaube, wir wollen mal über ein Unterzahlspiel trainieren. Ich glaube, das wäre nötig. Puh. Kein Plan, was ich davon halten soll. So, wir gucken mal gerade rein in die Spieleliste. Wir haben dann noch vier Heimspiele. Und wenn du dann noch die gleiche Anzahl Auswärtsspiele dazu nimmst, ist es nicht mehr lang. Dann ist die Saison rum. Das heißt, wir sollten langsam aber sicher mal im Scouting da hinkommen, dass wir wissen, wen wir verpflichten können. Ich hoffe, die scouten jetzt mal ein bisschen schneller da, die Jungs. Das kann ja nie angehen. Ich würde schon gern wissen, was die Leute können, denen ich dann da Millionen Ablösen zahlen soll oder die ich ablösefrei verpflichten will. Naja, das ist eh alles ein Thema für die nächste Folge. So, weil ich habe jetzt Nase voll hier. Und deshalb sage ich an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch viel Spaß hier auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.